Oh, Freunde, das ist Robert Habeck in Washington, D.C. Und Robert, Sie müssen euch die Pressekonferenz angucken, ist eher Wahnsinn, wie er immer Pressekonferenzen abhält. Es fallen ja mindestens der Begriff Klimawandel, CO2 oder irgendwas 20-fach pro Satz, gefühlt zumindest. Und er verkauft jetzt hier allen Ernstes die guten Handelsbeziehungen, die wir jetzt in Zukunft ja haben werden mit den USA. Und hört nur mal rein, was Robert sagt, und dann hören wir gleich, was Onkel Biden sagt. Das ist interessant. Energien, die Frage, wie wir Rohstoffe nicht gegeneinander uns sichern, sondern vielleicht in einer Art Rohstoffpartnerschaft eine grüne Brücke über den Atlantik schlagen können. Also es zeigt, wo ein Wille ist, findet man auch einen Weg. Ja, ja, gut, der Wille ist bei uns ja angeblich da, und die grüne Brücke, muss ja ich auch, von grün muss ja jedes Mal auftauchen, nicht versage ich an seiner Partei, aber ich fand das so krass. Also wer des Englischen nicht mächtig ist, ich werde vielleicht mal pausieren, aber allein die Blicke von Joe Biden, richtig kämpferisch und patriotisch, man könnte meinen, Donald Trump ist in seinen Körper eingesickert. And when we do these projects, and again I get criticized for this, but I make no excuses for it, we're going to buy American. We're going to buy American. It's totally consistent with international trade rules. Das heißt, es ist vollkommen legitim, laut internationalen Handelsbeziehungen das zu machen. Und zwar seit den 30er Jahren. Hört mal weiter. Buy America has been the law since 1933. But for too long, past administrations, Democrat and Republican, have fought to get around it. Not anymore. Tonight I'm announcing new standards require all construction materials using federal infrastructure projects to be made in America. Ja, ja, made in America. Alles, alles, was die Vereinigten Staaten in Zukunft bauen werden auf ihrem Grund und Boden, egal ob Stahl, ob Aluminium, ob Metalle, ob fucking egal was, alles wird amerikanisch sein müssen. So, und da werden jetzt Billionen ausgegeben mit amerikanischen Materialien. Jetzt könnte man meinen, ja, das ist doch genial. Das ist doch eigentlich das, was der Repräsentant eines Landes auch mal machen sollte für sich. Aber stellt euch mal das vor, wenn Olaf Scholz, oh Gott, habe ich das wirklich gesagt, so reden würde, dann würden wir erstmal alle vom Stuhl fallen. Aber vor allem auch, wenn er solche Wortwahl wählen würde. Das würde sich doch nicht mal die AfD trauen. I mean it. Ich meine es so. Lumber, glass, drywall, fiber optic cable. And on my watch, American roads, bridges, American highways are going to be made with American products as well. Yo. On my watch. On my watch. Unter meiner Aufsicht wird jede Highway, jede Brücke nur mit amerikanischen Materialien. Glas, Fiber Optik, also Fiberglas, Kabel, alles, Infrastruktur komplett. Nur noch American. Stellt euch das mal vor, das wäre in Deutschland so. Um Gottes Willen. Also, das heißt also, die Firmen müssen also abwandern und nach Amerika gehen. Ich meine, die gehen sie ja freiwillig schon. Ja, wer zahlt denn Industriestrom für 11 Cent die Kilowattstunde, wenn du sie in Yankee-Land für 3 Cent bekommst? Ja, allein das schon mal ist ja schon Grund auszuwandern. Plus der ganze bürokratische Schwachsinn, die ganzen psychopathischen grünen Auflagen, die hier nichts bringen. Im Gegenteil, die sorgen dafür, dass nachhaltige Industrie abwandert und irgendwo anders CO2 in die Luft jagt, was ihr euer Grünen ja immer wollt, wo es egal ist. Doppelmoral, Alemannie. Vierte.